Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 19 auf der Ravenport. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. 23. Folge? Glaube ich. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. 23 oder sogar 24 schon. Müssen wir mal schauen. Habe ich gerade eben nicht nachgeguckt. Ist eine neue Aufnahmesession. Ja, mal eben vorweg. Beziehungsweise wir müssen auch gleich mal gucken, wo die... Hier fehlt noch ein Fahrzeug. Ach, der steht da unten, genau. Ich habe Zeit mal genutzt und habe unsere Auffahrt ein bisschen schöner gemacht. Hier kommt man jetzt relativ sauber hoch. Die ist immer noch ein bisschen steil, aber ich denke, das sollte nicht mehr stören. Da müssten wir jetzt vernünftig hochkommen. Und dann habe ich hier noch einen Zaun hingesetzt, damit man da nicht mehr reinfährt. Hier ist leider das Problem, ja, ich müsste wohl hier das ein bisschen runtersetzen, damit der Zaun vernünftig passt. Der passt sich leider nicht der in den Wölbungen an, dem Landschaftsbau. Des Weiteren habe ich dann da vorne, man sieht es schon geradeaus, hier an der Einfahrt noch ein bisschen Zaun gesetzt. Dann kann man auch da nicht mehr hochfahren. Geht bis hierhin. Ja. Das habe ich mal verändert. Geld ist geblieben. Des Weiteren, da fahren wir mal eben mit dem Traktor hin. Wir müssen, glaube ich, sowieso noch in die Richtung. Wir wollen noch Kalk holen. Genau, das war's. So, Radio machen wir eben erstmal aus. Falsch. So, Kamera hier. Ich habe noch ein bisschen Schwierigkeiten. Ich habe eine Konsole und mein LS-Lenkrad weggebracht. Ja, daher jetzt im Moment nur mit einer Konsole, ein bisschen neue Tastenbelegung. Muss ich mir noch ein bisschen dran gewöhnen. Zweite Konsole ist aber schon wieder bestellt. Also von daher sollte das nicht allzu lange dauern, bis wir eine neue haben. Muss hier nochmal ein bisschen leiser machen. So, ich habe hier ein bisschen Sand hingemacht, dass man quasi so, ja, mehr oder weniger eine Einfahrt hat zum Feld. Und wo ich schon mal dabei war, seht ihr hier vorne schon, habe ich einen Asphaltweg oder einen Betonweg, besser gesagt, reingemacht. Haben hier aber noch genug Platz für 2 bis 3 Weiden von den Tieren. Blöd nur das hier, ich sehe gerade, man zieht hier trotzdem Dreckspuren. Habe hier oben noch ein bisschen Feldweg hingemacht zum Feld, dann kann man, wenn man da oben endet, hier wenigstens wieder runterfahren. Und muss halt nicht ja, über Wiese oder sonstiges fahren. Da haben wir hier so einen kleinen Wirtschaftsweg haben bei uns jetzt geschaffen. Blöd ist halt tatsächlich, dass man hier ja immer noch schwarze Spuren macht. Ich dachte, das wäre ja besser. Wie ist das hier? Also hier macht man das auch nicht. Na gut, okay, dann ist es halt einfach nur eine optische Veränderung, die man da vornimmt. Die Präfixe oder was auch immer, die sind da unten immer noch, die denken immer noch, das wäre Erde. Schade drum, aber ist halt so. Wieder Radio angemacht, hier ist die Kamera, so. Dann holen wir uns jetzt nochmal 2 Anhänger voll Kalk, die wir auf den Hof bringen und dann gucken wir mal, was unsere Wachstumsstufen machen, ob wir schon weiter auf Feld 1 arbeiten können. Da warten wir jetzt, bis Feld 2 Wachstumsstufe 1 erreicht hat. Und dann wird Feld 1 angesät. So, ja. Und jetzt sehe ich gerade, wir sitzen immer noch in einem Fendt. Ich wollte den Johnny eigentlich nehmen für Kalk holen. Weil der sich ja doch gleich hier den Berg wieder ziemlich hoch quälen wird. Macht nichts. Jetzt sind wir mit ihm unterwegs. Dann fahren wir auch mit dem. Des Weiteren habe ich, ja, erstmal Verzeihung dafür, ich habe schon wieder eine leicht schnupfige Nase, ein bisschen kratzigen Hals. Erkältung lässt schon wieder grüßen. Ist die dritte schon innerhalb kürzester Zeit, sehr ungewöhnlich. Aber es geht wenigstens noch, ich kann noch aufnehmen und fall nicht komplett aus. So, dann habe ich noch weitere Mods eingefügt, das wollte ich eben erzählen. Wir haben einen anderen Kartoffelernter, das ist den Ropa, den kann ich auch gleich nochmal zeigen.
Ich fahre noch nicht hier rein. Ich will nämlich hier. Ja, wohl, hier ist eigentlich Zug. Hier darf ich gar nicht reinfahren. Okay, ist ziemlich doof, merke ich gerade. Muss ich mal gucken, wie wir hier am besten wegkommen. So, und hier ist Aufladen. Perfekt. Während das lädt, machen wir mal den Shop auf. Rüben, nee, nicht Rüben, Kartoffeltechnik. Ja. Läuft der dann doch unter Rübentechnik oder was? Nur mal gucken. Ja, hier ist er. Den Europa Panther 2. Gibt's ja auch normal. Der hier kann aber halt auch Kartoffeln ernten. Alle anderen nur Rüben. Dementsprechend haben wir dafür auch noch, dann denke ich mal, irgendwo hier, wo ist denn die Kartoffeltechnik? Gibt's ja wohl gar nicht, wa? Rüben. Ah ja, das ist dann hier mit drin. Kartoffeln, Kartoffeln. Ja, muss man erstmal wissen, dass sich das jetzt bei den Rüben mit einfügt. 4 Meter und 2,70 Meter zum Kartoffeln ernten. Weil wir haben auf dem nordfriesischen Marsch festgestellt, dass der Standard-Kartoffelernter, der kleine hier, der ist komplett. Ja, den kannst du in eine Tonne treten. Der ist scheiße. Um das mal genau zu sagen. Dann haben wir noch Gebäude. Da haben wir noch ein neues Silo. Dieses hier gehen auch nur 500 Millionen Liter rein, werden wir wahrscheinlich nicht benutzen. Und das Strohlager ist neu. Ich weiß gar nicht, ob sich das großartig von den alten unterscheidet. Ne, das ist das normale. Es gab doch hier aber noch irgendwo eins. Ne, ach Quatsch, das war das, was ich, ja. Dann gab es da kein weiteres. Also die Mods sind neu. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Kalk mit rein. Ja, Bild ist im Moment relativ grell, weil ich die Helligkeit bis auf Maximum hochgeschraubt habe. Ist am Tage ziemlich uncool, aber für die Nachtarbeiten, dann seht ihr wenigstens ein bisschen was. Wobei, werde ich wohl ein bisschen mal hin und her schwenken müssen, wenn ich streame, hochschrauben für Aufnahmen, weil wir hier ja versuchen, nicht nachts zu arbeiten, da gehen wir dann lieber schlafen. Da muss ich es mal wieder rausnehmen, weil es ist doch sehr grell, das Bild. Gut, dann bringen wir mal unseren schicken Kalk nach Hause. Wie viel Liter haben wir jetzt? 33.000 Liter. Ist auch nicht so viel. Ich glaube, das geht schon einmal alleine in den Anhänger rein. Der war auf jeden Fall ziemlich groß. Wenn nicht, fahren wir halt nochmal. Wir haben noch ein bisschen Taschengeld. 176.000 haben wir jetzt noch. Haben wir, glaube ich, gerade 10.000 ausgegeben für Kalk. Ja, doch, kommt hin. Um die 10.000 hat das gerade gekostet. Aber dann haben wir erstmal ein bisschen was. Dann müssen wir nur mal gucken, wie wir uns ja noch weiter beschäftigen. Wobei ich denke, da finden wir schon was. Aufträge will ich hier eigentlich mehr oder weniger vermeiden. Ich will tatsächlich nur für unseren Hof arbeiten. Also sollten wir den Kalk jetzt gleich zu Hause haben, müssen wir mal gucken. Das eine oder andere finden wir noch. Ansonsten bauen wir vielleicht auch schon mal die erste Schafweide. Auch wenn wir eventuell noch keine Schafe kaufen können. Gras haben wir ja zum Glück. Das heißt, da haben wir erstmal kein Problem. Wir müssen uns noch einen Wassertransporter besorgen. Und Schafe, ja. Und eventuell eigentlich macht es Sinn, einen Tiertransporter zu kaufen. Weil sie transportieren zu lassen auf Dauer, glaube ich, teuer wird. Und den Transporter zu mieten auch auf Dauer, glaube ich, viel zu teuer ist. Da macht es Sinn, den gleich zu kaufen. So, wir werden ein bisschen brauchen, bis wir hier oben sind. Ja. Schlepper hat es geschafft, es geht bergauf. So, ja, Renderqualität, also generell Videoqualität, wie ich es jetzt hochlade. Ich glaube, da habe ich jetzt ein gutes Mittelmaß gefunden. Es unterscheidet sich eigentlich gar nicht so sehr von dem, was ich hochlade oder wie YouTube es wiedergibt. Zu dem, wie es vorher war, mit der richtig hohen Qualität, ist kaum für euch kaum ein Unterschied da.
Die Dateien sind allerdings eine ganze Ecke kleiner wieder. Insofern kann ich sie auch schneller wieder hochladen. Ich glaube, da habe ich eine sehr gute Lösung jetzt gefunden. Dazu zu sagen, ab heute auch, ihr habt es wahrscheinlich auch schon gemerkt, immer am Anfang, das Intro. Ich habe es geschafft, das Intro leiser zu schrauben. Das heißt, das ballert da jetzt nicht mehr so rein. Habe ich auch zufällig eigentlich nur rausgefunden, wie es geht, wo ich mir eigentlich ein Tutorial angeguckt habe, wie ich mit meinem Schneideprogramm einen Zeitraffer erstelle. Auch das ist jetzt möglich, das heißt, ich werde es gar nicht mehr in Erwägung stellen. Sollten wir wieder flügen, irgendwas, was zwei, oder ja, zwei Folgen sind schon ziemlich lang. Eigentlich alles, was zwei Folgen dauert, das ziehe ich dann in eins durch und mache da einfach einen Zeitraffer von. So werden wir es jetzt in Zukunft handhaben. Dann brauchen wir nicht mehr groß rumschnacken, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, on-screen, off-screen, wie auch immer. Ich mache es on-screen und dann einfach im Zeitraffer. Jo, jetzt bremst mal. So, jetzt müssten wir eigentlich auch beide abkippen können. Ja, perfekt, läuft. Dann gucken wir gleich mal in das Lager, wie viel wir schon haben. Ach nee, das kann ich ja gar nicht einsehen. Kalk wird uns ja gar nicht angezeigt. Dann machen wir das anders. Die Nase juckt und läuft. Dann hängen wir den Schmutz mal ab. Die können noch alleine zurückklappen. Machen die das auch? Ja, ne? Ja, sieht gut aus. Dann können wir den Kalkstreuer einmal auffüllen und dann wissen wir gleich, wie viel da noch drin ist. Liter Kalk. Jawohl. Gut, jetzt ist er eh voll. Dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Kalk stellen wir dann einfach, weil wir im Moment noch Platz haben, jetzt hier mit rein. Und auf dem letzten Meter wieder komplett krumm geworden. So. Dann haben wir das doch schon. Einzige, was wir noch schleppen müssten jetzt an Paletten, wir haben, glaube ich, Saatgutdünger haben wir gekauft. Das ist mit drin, das weiß ich. Wenn, dann müssen wir jetzt noch maximal Pflanzenschutz schleppen. Da werden wir aber, glaube ich, hoffentlich gar nicht so viel brauchen. Ah, und noch eine Veränderung für alle, die es in meinen Streams jetzt in den vergangenen Tagen noch nicht gesehen haben. Ich habe mir neue Texturen geladen. Hier an dem Gras sieht man das jetzt nicht so doll. Man sieht es aber hier schon so ein bisschen. Das hier sieht jetzt auch anders aus. Also generell eigentlich alle Pflanzensorten haben eine neue Textur. Die ganzen Böden haben eine neue Textur. Gras eigentlich auch. Man sieht es bei dem hier jetzt, glaube ich, nicht ganz so krass. Ich glaube, das sah schon immer so aus. Die Bäume haben neue Texturen. Und auch im Shop hier die Paletten. Hat alles eine neue Textur bekommen. Hier Pferde, Hafer, Hafer Big Bag. Ich kaufe mir doch keinen Hafer, wenn ich mir ihn selber anpflanzen kann. Die sehen jetzt alle anders aus hier, die Paletten. Die beiden Flüssigtanks haben auch eine neue Textur, nur die hier hinten nicht. Da habe ich nichts für gefunden. Ich glaube, da wird sich auch wahrscheinlich so schnell nichts ändern lassen. Ja, das nochmal eben dazu. Hier sieht man das. Ja, also bei dem Boden, den man selber setzt, fällt das gar nicht so doll auf. An der Straße eh nicht. Aber hier sieht man tatsächlich auch so mehr oder weniger, dass hier so einzelne Steine liegen. Das ist nicht mehr so ein oder verschwommenes Mischmaschzeug. Ja. Das war auch noch eine Neuerung, genau. Das haben wir jetzt auch. Werden wir auf jeden Fall im Laufe der Zeit, kann ich euch da mit Sicherheit mehr zu zeigen. Ich weiß nicht, ist hier, wo haben wir denn hier mal,
Wir können mal eben hier hinüpfen. Dann gehen wir mal eben hinter das Gebäude. Hier müsste Mais stehen. Ja, leider noch nicht ausgewachsen. Bzw. schon abgeerntet. Furchtbar schade. Im Wachstum, hier ist hier irgendwas erntereif. Wir gucken mal, was da drauf ist. Na, Weizen aus. Also selbst die losen Fruchtarten sehen jetzt auch anders aus. Raps ist das. Hat sich auch verändert. Der Unterschied ist nicht so krass beim Raps. Aber es sieht ein bisschen besser aus. Ja, wie gesagt, wir werden es im Laufe des Spiels einfach sehen. Lässt sich jetzt schwer alles zeigen, was sich so verändert hat. Dann gucken wir mal eben nach unseren Feldern. Feld 2. Fast ausgewachsen. Und das auch. Okay. Uncool. Aber gedüngt. Ja, dann können wir für die nächste Folge machen wir schon mal die Sämaschine bereit. Nee, nicht aussteigen. Dann können wir da auch schon Soja reinhauen. Ich weiß nicht, warum die beiden Felder jetzt gleich schnell sind. Ist mir gerade ein Rätsel. Sollten ja eigentlich verschiedene Wachstumsstufen haben. Genau deswegen machen wir das ja auch. So. Ich hoffe, dass es beim Sehen gleich läuft mit meiner Tastenbelegung. Dass ich da nicht so auf die falsche Taste gleich drücke. Ja. Gut, dann machen wir nächste Folge. Feld 1 ansehen. Dann haben wir sie alle drei bestückt. Freut euch da schon mal drauf. Ich bedanke mich mal wieder ganz herzlich dafür, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst doch gerne ein Däumchen da, haut ein paar Kommentare unten unter das Video und abonniert meinen Kanal kostenlos, falls ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn heute haben wir Silvester. Wollen wir hoffen, dass das Jahr für euch alle auch genauso gut startet, wie es aufhört. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin, macht nicht so doll und wir sehen uns morgen wieder. Reingehauen.